Welcome back, bro. Wie war der Flug, Bruder? Der Flug war in Ordnung, war 5,5 Stunden. Wir haben alle knapp 4 Stunden geschlafen. Ich dachte, ein bisschen Kartenspiel noch ruhig. Danach, alle waren kaputt. Die direkt eingeschlafen waren. Da bin ich auch direkt eingepennt. Und dann nach 3,5-4 Stunden sind wir aufgestanden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir spielen jetzt Ruhe. Alles zusammen, ein sehr erfolgreicher Flug. Ey, ich habe zwei Fragen an dich. Zwei Fragen. Ja, erste Frage ist, war der Alley-Hoop für LeBron James geplant? Stick it away, Troy Brown. 2-on-1. Schroeder. LeBron's doing it again. Big first slam from Schroeder. I tell you, this crowd is... Oder wolltest du eher zum Korb ziehen und den erstmal selber machen? Nee, wenn LeBron dir den Ball zupasst im Transition, sieh zu, dass du ihn wieder zurückspielst. Weil wenn nicht, dann platzt die Bombe, mein Freund. Der war tough, Bro. Ja. Zweite ist... Ich weiß nicht, war Dings hier, war der Court, der Platz, war der ein bisschen rutschig oder warum ist einer da einmal kurz weggeslidet? Ja, der hat so. Er hat mir ein bisschen leid getan, weil ich habe gesehen, beim Replay haben mich ja viele Leute getaggt und so, der hat sich wirklich so ein bisschen umgeknickt, ne? Ja, jetzt versuchen wir gegen Miami Heat hier mit allen. AD kommt auch bald wieder zurück. Aber nicht gegen das Miami Heat Spiel. Das wollen wir natürlich morgen dann auch gewinnen. Nice. Und hast du bei den Roadtrip auch ordentlich getwitcht zwischendurch? Ja, extrem. Also was heißt extrem? Immer wenn du Zeit hattest. Gestern nach dem Spiel haben wir auch Karten gespielt. Bin ich kurz noch rein für 2-2,5 Stunden. Ja, ich versuche so viel wie es geht am Start zu sein. Jetzt erstmal zu Hause ein paar Tage, deswegen wahrscheinlich nicht. Vermisse mich nicht zu, doch ich bin bald wieder da. Ich war in Atlanta. Atlanta war auch nice. Ich war viel mit Mohammed unterwegs, war in einem Nobu-Restaurant. Ich wusste nicht, dass es ein Nobu-Hotel gibt. Also Mohammed und ich, wir haben die ganze Zeit diskutiert über Nobu-Hotel. Ich habe gesagt, boah, es gibt kein Nobu-Hotel. Dann komme ich da hin, ich denke mir so, wow. Und das sah richtig nice aus, ne? Also so richtig. So wie das in Houston? Wie heißt das in Houston nochmal? Post Oak. Nee, also anders. Aber auch geil. Ja, auch geil. Post Oak ist schon mit das heftigste Hotel, wo ich bin. Aber ja, Nobu war nice, Restaurant war nice. Wagyu Steak gegessen, eigentlich erst kein rotes Fleisch. Ausnahme gemacht? Ja, da musst du Ausnahme. Wakey, wakey. Papa! Hey, was ist das? Hör mich an. Mischief. Oh, der Nadel ist ein Kratz. Ja. Hey. Hey. Hi. Hi, Ellen. Ich sehe, du bist fleißig am Kochen. Ja. Dein Mann ist ja heute nach einer langen Zeit wieder zurückgekehrt. Was machst du denn Schönes? Essen wir dann alle zusammen oder wie? Wie machen wir das? Seid herzlich eingeladen. Ja? Ich habe gehört, dass wir eventuell heute ins Kino gehen. Na, das nicht erzählt. Avatar 2. Das höre ich zum ersten Mal. Hast du den ersten Teil jetzt schon zu Ende geguckt? Jo. Nicht? Mir fehlen immer noch 40 Minuten. Bisher Feedback von 1 bis 10? Ist ein guter Film, muss man ja was Falsches sagen. Aber, ist nicht ganz mein Genre. Ich würde sagen 7. Hey Dennis, ja? Was ist das hier? Hey Dennis, was ist das denn? So. Freunde aus Deutschland, Familie, Freunde, wir sind zu Besuch. Hattest du ihn noch nicht im Video? Bei ihm noch nicht, aber Louis war schon öfters da. Nein, Louis war schon öfters da. Ja, ist der Bruder von Louis. Die kommen heute mit zum Spiel. Und ja. Ich riech doch irgendwas. Hast du da schon wieder Dollar Royce dabei? Ja. Bon Appetit dir erstmal, Bro. Danke, Bro. Ey, und euch auf jeden Fall viel Spaß beim Spielen, ne? Ja. Weißt du, wie du aussiehst? Ja. Wie Black Griffin, bloß ein Fan. Ey, I'm way up, could never be under you. And I never move like a sucker do. Came out the mud and it wasn't because of you. Look at my stats, I got too many W. W, W, W. Damit der Domo. Ellen? Neue Tasche oder was? Nee, so weiß ich nicht.
aber tatsächlich habe ich es zum ersten Mal um. Ah, okay. Sedabu, du hast ja auch richtig schick gemacht, wa? Oh nein! Oh, Stress! Okay, es gibt gerade Probleme mit den Tickets. Erling klärt das auch schnell. Schon ein bisschen stressig heute, oder? Aber jetzt kann es losgehen. Wir haben einfach 6 Kinder. Was ist denn das? Wir haben schon bereits Dennis gesehen, hallo gesagt. Wir haben vor uns ein Baby geknubbelt. Dann sind wir erste Halbzeit, Alan. Wir sind in Führung noch, ne? Auf jeden Fall. Ich habe dich gerade gestört beim ersten. Sorry erstmal dafür. Ich habe gehört, wir siegen heute, wir nehmen das Spiel mit, wir gewinnen und dann später Avatar 2. Ja, zur Belohnung. Wenn nicht, dann nicht. Dann kennst du mir das? Aber Alex hat erzählt, dass die Tickets schon bezahlt wurden. Ist egal, aber keine Belohnung, wenn wir nicht gewinnen. Okay, dann erstmal den Sieg holen. Ja, auf jeden Fall. Alan Schroh. Yes. Wie viele Punkte haben wir am Ende gehabt? 30? Über 30? 32. 32? Ja, mega. Damn, was für ein Spiel. Naja, ich freue mich auch schon. Wird nice. Und ein geiles Spiel. Also Daumen gehen auf jeden Fall hoch. Er hat das auch zwischendurch die ganze Zeit kommentiert. Das ist doch Kamera, oder? Bei denen ist immer Action. Da ist immer was los. Ich bin am Haus. Ich wollte gar nicht wissen, wie das abgeht. Dennis? Ja. What a game, bro. Was haben wir gehabt? 32 Chicken? 32 haben wir gehabt. Und wie viel Fries on the side? Ich mach hoch. Nur 4. 4, 3 und 2. Aber wir haben einen Sieg. Sehr, sehr geil. Weißt du, was ich auch sehr nice fand? Viele Spieler waren ja auch gar nicht da, oder? Das heißt, du hast einen Großteil heute übernommen, ne?
gesagt. Für Andy hat gesagt. Oh je. Yeah. Boah, spielt nicht, deswegen nochmal ein paar Würfel. So, okay. Er hat gesagt, spiel so wie. Wie in Deutschland? So, Sailor Sonne, Agat. So, Leute, wir sind jetzt wieder zurück vom Spiel. Wir haben einen Sieg eingefahren ohne LeBron, ohne AD, ohne Lonnie Walker. Es war auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel, eine sehr gute Teamleistung, die wir gebracht haben, um den Sieg einzufahren. Und ja, jetzt sind wir wieder zu Hause, die Kinder schlafen. Ich lege mich jetzt auch hin, weil ich muss morgen früh aufstehen. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, bin ich umgeknickt und mache morgen dann Behandlung und Treatment. Und meine Geschichte mit AirPods kennt ihr ja. Ich verliere meine AirPods immer, deswegen machen wir eine Verlosung mit den AirPods dieses Mal. Oh. Das sieht gar nicht gut aus. Wo ist meine Kopfhörer? Wir brauchen dann von euch, wenn ihr die AirPods gewinnen wollt, meinen Hauptkanal auf YouTube, den Streaming-Kanal auf YouTube abonnieren plus mein IG-Profil abonnieren und kommentiert dann hier bei YouTube euer Namen bei Instagram, damit wir euch kontaktieren können. Dann verlosen wir in ein paar Tagen die AirPods. Macht auf jeden Fall mit. Wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gleich mal das Video liken, kommentieren, was wir besser machen können und was nicht. Und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen.